Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn Leute mich fragen, was für Kopfhörer sie sich kaufen sollen, erzähle ich ihnen meistens von denen hier. Das sind die Bose Quiet Comfort 35, meine persönlichen Lieblingskopfhörer und naja, die haben eine Menge zu bieten. Sie sind sehr bequem, haben eine gute Klangqualität, sehr starkes Noise Cancelling und sind auch relativ robust gebaut. Das einzige Problem mit den Dingern ist, dass sie für knapp 300 Euro relativ teuer sind. Die Kopfhörer, die ich euch allerdings heute zeigen möchte, kosten gut das Sechsfache. Und ob sie auch sechsmal so gut sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor ich die Einladung von Ultrasound bekommen habe, dass ich mal in ihr Headquarter fahren kann, um mir anzuschauen, was für Kopfhörer die so herstellen, habe ich ehrlich gesagt noch nie von der Firma gehört. Und ich glaube, es geht vielen so, denn es ist ein sehr, sehr kleines Unternehmen mit einer sehr spezifischen Zielgruppe. Die machen zwar auch günstigere Kopfhörer, aber der große Fokus, auch vom Umsatz her, liegt auf den Premium-Modellen. Und Premium ist auch schon das richtige Stichwort, denn ich kann es gar nicht oft genug sagen. Die Dinger sind so teuer, dass wenn ihr eine fünfköpfige Familie habt, ihr jedem einzelnen Familienmitglied Bose Quiet Comfort 35 kaufen könnt und trotzdem noch günstiger dabei seid, als wenn ihr einmal die Dinger geholt hättet. Ich bin auch mega froh, dass ich der Einladung gefolgt bin, um mir mal anzuschauen, wo die Dinger eigentlich entwickelt und hergestellt werden, denn es ist so verrückt und so einzigartig, dass es auf jeden Fall zur Produktphilosophie dazugehört. Ihr müsst euch allein mal bei Google Maps anschauen, wo die eigentlich genau sitzen. Das ist in Bayern, mitten auf dem Land, ringsherum sind nur Wälder und Felder und das Gebäude ist ein alter Bauernhof. Und in diesem alten Bauernhof machen die mega krassen Audio-Hightech. Das ist eine Kombi, die geht bis heute noch nicht so genau in meinen Kopf rein. Wenn man auf das Gebäude zuläuft, erwartet man eigentlich, dass da jetzt ein Hühnerstall drin ist und Traktoren davor stehen, aber es stehen Teslas davor als Firmenwagen und es gibt eine Ladestation für diese Teslas, die angeschlossen ist an den Solarpanels auf dem Dach. Und wenn man reingeht, sind da auch nirgendwo Hühner, sondern Büros und Messlabore und die gesamte Fertigung. Die allein zu sehen war der Hammer, denn zumindest die Premium-Modelle werden bei Ultrasound alle per Hand zusammengeschraubt. Das läuft dann so, dass sie quasi die Bauteile entwickeln, dann bei Zulieferern einen Auftrag geben, dann werden alle diese Bauteile dort mitten in Bayern aufs Land geschickt. Die Mitarbeiter dort schauen sich die Qualität der Teile an und schrauben die dann, wie gesagt, per Hand zusammen. Und es zeigt sich auch einfach in der Qualität. Ich hatte die Chance, dort auch mal ein bisschen alleine rumzulaufen und dabei bin ich über so einen Tisch gestolpert, wo aussortierte Teile drauf lagen. Quasi Teile, wo irgendwas falsch mit war, weswegen die nicht verbaut wurden. Und mit so einem roten Stift waren die Problemstellen dann quasi markiert und bei manchen der Teile weiß ich trotz der roten Markierung bis heute nicht, was eigentlich falsch mit denen war. Aber gut, schauen wir uns die Edition 8DX mal genauer an. Das ist ein Gaming-Kopfhörer. Ja, ich weiß, ist mir erst auch nicht aufgefallen, weil das Design es nicht so wirklich hergibt. Es ist jetzt nicht irgendwie eine krasse RGB-Beleuchtung oder irgendwie sowas dran, aber das ist auch volle Absicht, denn nicht nur Gamer, sondern vor allem auch Leute, die gerne Musik hören oder Filme schauen, sollen mit dem Ding hier voll auf ihre Kosten kommen. Es ist halt einfach ein hochwertiges Produkt und es wollten die sich jetzt nicht mit irgendwelchen komischen Leuchten oder so kaputt machen lassen. Nichtsdestotrotz wurde ganz bewusst auf Wurzelholz oder braunes Leder oder irgendwelches Zeug, das vielleicht dein Großvater geil findet, verzichtet, um halt eben so ein industrielleres Design zu verfolgen mit schwarzem Leder und Metall. Es gibt auch tatsächlich an diesem Kopfhörer fast nichts, das aus Kunststoff ist. Der einzige Ort, wo ich etwas davon gefunden habe, ist hier im Scharnier. Das ist so eine kleine Kunststoffeinlage, damit das Metall nicht an dem Metall reibt. Aber ansonsten ist es hier wirklich nur Metall und Leder. Außerdem fällt extrem stark auf, dass dieser Kopfhörer so gestaltet wurde, dass man sich den einmal kaufen und dann sein Leben lang behalten kann. Denn alle Teile, die irgendwelchen Verschleiß mit der Zeit aufzeigen könnten, sind austauschbar. Da denke ich besonders an die Ohrpolster zum Beispiel. Die kann man magnetisch abnehmen und durch neue ersetzen. Und natürlich ist auch das Kabel nicht fest mit den Kopfhörern verbunden. Das wird aber selbstverständlich nicht einfach nur über Klinke angeschlossen. Nein, nein, nein. Wir
haben hier hochwertige Lemo-Stecker und ein vieradriges Kabel, was dafür sorgen soll, dass das Audiosignal auf dem Weg von eurem Gerät bis in eure Ohren sich nicht gegenseitig verfälschen soll. Ob das jetzt was bringt? Keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall krass aus. Am anderen Ende müssen wir uns dann aber doch mit einem normalen Klinkenstecker rumschlagen. Wenigstens ist der vergoldet, ist ja wohl das Mindeste. Und natürlich kommt dieser vergoldete Stecker auch nicht einfach in euer Handy oder in euer Laptop oder sonst wo rein, sondern am besten in einen externen DAC, einen Digital to Analog Converter. Das ist ein Chip, der normalerweise hinter jedem Klinkenstecker sitzt, um das digitale Signal von eurem Computer oder von eurem Handy oder wie auch immer in ein analoges Signal für die Klinke umzuwandeln. Allerdings sind normale DACs, die in normalen Geräten drin sind, nicht für Premium-Kopfhörer ausgelegt. Und deswegen kann es auf jeden Fall Sinn machen, einen externen DAC zu verwenden, um noch bessere Qualität zu bekommen. Ein solcher externer DAC ist zum Beispiel auch der Naos von Ultrasound. Ich finde ihn jetzt nicht sonderlich hübsch, aber er ist wenigstens schön klein und sehr flexibel, weil man den Stecker, mit dem der verbunden wird, super einfach austauschen kann zu USB-C oder Lightning oder USB-A oder was auch immer. Ich habe aber noch einen kleinen Fun-Fact für euch, denn es gibt tatsächlich zwei wichtige Features, die dieser 280-Euro-Kopfhörer hat, aber dieser 1800-Euro-Kopfhörer nicht. Und zwar erstens Bluetooth und zweitens Active Noise Cancelling. Bei Bluetooth kann ich es noch einigermaßen verstehen, denn es ist ja allgemein bekannt, dass das die Audioqualität ein bisschen mindert und das will man in so einem Premium-Kopfhörer natürlich nicht haben. Allerdings ist bei Active Noise Cancelling der Grund laut Ultrasound derselbe. Man muss nämlich den Klang tatsächlich etwas manipulieren, um Noise Cancelling hinzubekommen und das wollen die einfach nicht haben. Stattdessen sitzt der Kopfhörer etwas fester auf den Ohren, was ihn etwas unbequemer macht, als er eigentlich sein könnte, aber beim besten Willen jetzt nicht mega unbequem oder so. Das geht schon klar. Aber wie ist denn jetzt der Klang überhaupt? Deswegen sind wir doch alle hier, oder? Ja, ich zeige euch am besten einfach mal ein paar Aufnahmen davon, wie ich reagiert habe, als ich die Dinger das erste Mal auf hatte. Man muss dazu sagen, ich habe erst drei meiner Lieblingssongs auf den Quiet Comfort 35 gehört, damit ich nochmal so ein Level habe, dass ich mich quasi nochmal kalibrieren kann auf das, was ich eigentlich als guten Sound empfinde. Und dann habe ich halt dieselben Songs nochmal mit den Ultrasound gehört. Und das war der Moment, wo meine ganze Welt auseinandergebrochen ist. Sie ist quasi explodiert. Ich habe so viele Dinge gehört, die ich vorher nie gehört habe. Mein ganzes Wissen darüber, was ich dachte, was guter Klang ist, wurde in der Luft zerrissen, denn diese Dinger sind mindestens 6-mal so gut, wenn nicht sogar noch besser und so abartig in einer anderen Welt, dass ich mir nicht vorstellen kann, jemals wieder andere Kopfhörer zu verwenden. Nee, also so ein weltverändernder Moment war es jetzt für mich nicht, aber die Kopfhörer waren schon extrem gut und auch definitiv spürbar besser als alles, was ich vorher gehört habe. Es war ein cooles Erlebnis, mindestens. Das ist sehr anders, als ich erwartet habe. Ich dachte, dass der größte Qualitätsunterschied zu meinen bisherigen Kopfhörern darin bestehen wird, dass sie viel klarer sind. Aber das ist gar nicht mal das Ding. Was sie so unglaublich viel besser macht, ist, dass sie sehr viel präziser sind darin, wo welcher Ton herkommt. Ich hatte es jetzt zum Beispiel bei dem letzten Lied, was ich gehört hatte, ganz extrem, Ladders von Mac Miller, dass ich mit meinen normalen Kopfhörern schon dieses Gefühl habe, ja, die Stimme ist mittig, sehr stark präsent und drumherum bewegen sich die Instrumente. Aber was mir jetzt mit dem Ultrasound das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, ist, dass dieser Refrain nicht nur einmal eingesungen wurde, sondern 5-mal. Eine Hauptstimme, die ungefähr hier liegt, eine, die noch eine Oktave tiefer ist und von hier dir in dein Ohr flüstert und eine, die nochmal woanders liegt. Und selbst mit 300-Euro Kopfhörern bekommt man das nur sehr dezent mit. Aber wenn man die aufhat, dann fühlt man sich auf einmal so, als ob der Künstler einem von allen Seiten ins Ohr flüstert. Und es ist ein bisschen unheimlich, aber auch unglaublich eindrucksvoll. Ich habe in den darauffolgenden Wochen natürlich immer wieder Musik mit den Kopfhörern gehört. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck hat sich extrem gefestigt. Denn dieser präzise Raumklang ist genau das, was die Edition 8EX
ausmachen. Songs, die diesen Raumklangeffekt für sich nutzen, profitieren extrem davon, wenn ihr sie mit den Dingern anhört. Besonders wenn sie viele Instrumente haben oder viele Ebenen an Stimmen oder auch einfach Soundeffekte. Wenn ihr Songs habt, die Storytelling mit drin haben, mit irgendwelchen Raumschiffgeräuschen oder diesem oder jenem, dann werdet ihr wirklich viel, viel krasser in das Erlebnis, in diese Kunstwerke hineingesogen, als es selbst mit 300 Euro Kopfhörern der Fall ist. Aber es gibt halt eben auch diese Songs, die darunter leiden, wenn die Kopfhörer zu gut sind. Ich denke da an irgendwelche stumpfe, heftige Partymucke oder aggressiven Hip-Hop, der einfach in die Fresse gehen soll, weil solche Sachen brauchen viel Bass und wummernden Bass und ungenaue Mitten und ungenaue Höhen, dass sie wirklich ballern, und dafür sind die Ultrasonen einfach zu delikat, wenn man das so sagen kann. Außerdem habe ich einen Effekt beobachtet, der mich fast schon ein bisschen genervt hat, denn nicht jeder Musikproduzent arbeitet auf demselben Level. Manche Leute bauen einfach auf dem Laptop einen Beat, rappen oder singen kurz was ein und fertig ist der Song, und andere Produzenten verbringen Tage oder Wochen damit, alles präzise und perfekt abzumischen. Und wenn man mal so gute Kopfhörer auf hat, dann merkt man diesen Unterschied extrem. Und jedes Mal, wenn ein abgemischtes Meisterwerk auf einen stumpf hingerotzten Song, sage ich jetzt mal, folgt, dann wird man ein bisschen enttäuscht. Und es ist krass, wie viele auch bekannte Songs eigentlich davon betroffen sind. Einen ganz großen Vorteil hat man allerdings, wenn man mit den Dingern zockt. Denn es sind ja auch Gaming-Kopfhörer. Und ich bin dafür jetzt leider nicht die richtige Person, um das Ganze zu bewerten, denn ich zock jetzt nicht so extrem viele Ego-Shooter, was das Genre ist, wo die Dinge am meisten glänzen. Aber auch ich kann mir Gameplay-Videos auf YouTube reinziehen. Und da merkt man schon, wie extrem der Unterschied ist zwischen einem 300-Euro-Kopfhörer und diesen Ultrasounds, weil die nicht nur grob sagen können, aus welcher Richtung jetzt irgendwie ein Schuss oder Fuß getrampelt kam, sondern die können es dir halt ganz genau sagen, und kann mir sehr gut vorstellen, dass es gerade im Competitive-Bereich ein richtig extremer Vorteil ist, diese Kopfhörer zu haben. Was kann man jetzt also als Fazit sagen? Nun, wir haben es hier auf jeden Fall mit einem sehr besonderen Produkt zu tun, und jeder, der Technik, Musik oder Gaming mag, wird von den Dingern in irgendeiner Form fasziniert und begeistert sein. Aber ob man sie jetzt kaufen sollte, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, und ich denke, die Frage kann man am besten mit so einem Autovergleich beantworten, denn ein Ferrari oder ein Lamborghini oder ein Porsche oder so sind natürlich auch Autos, die super präzise sind, die Kurven noch knackiger nehmen können als irgendein ganz normaler Familienvan, aber sie sind auch mega unpraktisch im Alltag, und so ging es mir mit den Ultrasounds eigentlich auch. Wenn ich mich hingelegt habe, wenn ich mir die Zeit genommen habe, um aktiv Musik zu hören, dann waren die Dinger der Hammer. Aber ich habe sie nicht einmal zum Reisen mitgenommen, was einen ganz einfachen Grund hat. So groß ist nämlich das Case, in dem ich meine Quiet Comfort mitnehmen kann. Und so groß ist der Koffer, in dem die Ultrasounds kommen. Außerdem habe ich hier Bluetooth und hier nicht. Und hier habe ich Noise Cancelling und hier nicht. Aber ganz ehrlich, wenn einem Audio wirklich wichtig ist, und ich meine so richtig wichtig, dann ist es keine absurde Sache, diese Dinger zu kaufen. Denn während andere Leute sagen, yo, ich gebe halt mehr Geld für mein Handy aus oder für meinen Computer oder für Klamotten, kann es halt eben auch genau so diese Leute geben, die sagen, hey, ich gebe für meine Kopfhörer fucking viel Geld aus. Und wenn man da dazugehört, wird man auf keinen Fall enttäuscht sein. Aber gut, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch einfach mal eure Meinung zu solchen extrem teuren Premium-Produkten unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr mir natürlich auch gerne ein bisschen Feedback geben oder dafür die Bewertungsfunktion nutzen. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.